Sternzeichen und eine römische 2. Ach, das soll das sein. 2. 10 sind dann 12, ne? Gibt's denn auch. Soll ich die 2 mal drücken? Ich glaube eigentlich nicht. Römische Zahl 2. Ah, nein. Ich glaube die 12. Hast du den Brief übersehen? Ich habe schon gesehen. Das ist die 13. Wo sind die 12? Das ist die 12, ne? 10 und 2. X ja. Und II. Sieh sich das einer an. Ein Kreuz. Digna factis recipimus. Aha. Ja. Das muss es sein. Dann mal zurück. Okay, das war's. Ja, also anscheinend gibt es ja irgendeinen Hinweis, dieses Kreuz. Los. Ja, da ist was zum Schwingen, ich sehe das schon. Aber, oh, ist das hier dunkel? Also ich sehe genauso wenig wie ihr, ne? So, ich weiß, ich muss da oben ran. Ich will nur mal gucken, ob hier noch was ist. Ja, komm. Zum Abseilen. Und abwärts. Ach so. Okay. Jetzt. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Okay, kann ich da ran? Geh mal da rum. Oder muss ich hoch? Ich will mich hier nicht fallen lassen, ehrlich gesagt. Ah, jetzt kann ich doch hoch. So. Habe ich da jetzt was übersehen? Ich glaube eher nicht. Und wir haben immer noch keine Waffe, ne? Das ist eigentlich ganz angenehm. So können wir wenigstens nicht angegriffen werden. Also wir können uns mit Fäusten wehren, das können wir ja. So. Darüber? Ja, darüber. Jetzt könnte ich mich hier wieder fallen lassen und das Ganze nochmal machen, oder? Nee. Achso, ich sehe schon. Da muss ich ranspringen, okay. Fallen lassen. Auf ein neues. Hep. Ja, oh, hoch. Das kriegt Grave niemals hin. Achso, öffnen. Und wir sind wieder draußen, immerhin. Ja. Auf Wiedersehen, Schulter. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja. So. Kann ich da nochmal hoch? Nee. Aber es ist mal wieder hübsch. Erst Vargas. Ich will was ab. Ha. Ich will einen Anteil. Und weiter. Geil. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Schon, zumindest nimmt er ihn nicht ernst. Das finde ich schön. Au. Oh Gott, da muss ich schon wieder... Ja, okay, also wir versuchen es mal. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Das macht schon Bock, diese neue Mechanik. Also das ist schon eine geile Sache, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr cool. So. Neuer Bereich. Da kann man hoch. Wahrscheinlich muss ich da auch hoch. Okay. So muss es laufen. Ja, die Frage ist, hätte ich dann auch höher gekonnt? Ich kann da ran, ja.
Vielleicht ist ja auf dem Dach wieder was versteckt. Das finde ich aber auch raus, wenn ich da, genau, also rübergehe, genau. So, hüp, hüp. Kann ich da nochmal ranspringen, ist die große Frage. Ich versuch's einfach mal. Nein, kann ich nicht. Okay, dann hat sie das erledigt. Hätte sein können. Ich möchte natürlich, wenn es geht, erstmal keinen Schatz verpassen. Und wir kennen das Spiel ja schon ein bisschen, ne? Ja, ja. Okay. Gut, dann gehen wir hier rein, ne? Hep. Hast geschafft. Was gefunden. Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Ja. Dass er jetzt so friedlich bleibt, hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht. Ich dachte, er schlägt ihn zusammen. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Du bist so gut wie ich. Oh. Te puedo decir, suerte de principiante. Würfelpoker. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht, bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, den Rafe mögen sie anscheinend nicht so wirklich. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay, einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe
mit Demut. Und Jesus führt ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Oi. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen Freunden. Te dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Chino sale! Hey, ¿weißt du was? Tú no te metas. Okay. Oh, Schlägerei. Ah, auf Fanger. Ich auch nicht angeboten. Ja, komm, ruf. Oh, der ist K.O. Ja, läuft doch. Ich kann nicht alle auf einmal. Ich hab keinen mehr. Ich hab ein Geschenk für dich. Was hast du drauf? Still. Jo, zwei auf einmal. Das ist ja gut. Schaff mir die Verschwörung. Oder wie hieß sie, Gringo? Sam, auf ihr Hilfe! Den Arsch da mal mit. Ja. Das ist doch nicht wahr hier. Nimm mal. Mach den doch mal platt, den Sack. Jawohl. So, Ruhe im Karton. Hey, hey, lass los. Gut, espera. Ja, basta de hablar. Oh, Vargas. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. Alguien se. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es das Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Traje a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal.
Okay. Und komme noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Ich muss wirklich wissen. Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehörte das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Verdammt nochmal. Rave, gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Basis ist das. Ich will gucken, ob hier was ist. Oh. Ich hab keine Zeit. Das wusste ich doch nicht. Ist ja gut. Ist ja gut. Gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt herunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und sind gekommen. Kann ich hier irgendwas einsammeln? Okay. Die Szene kommt immer wieder, von daher einfach hinterher rennen. Okay, habe ich verstanden. Nochmal. Rave, gehen wir hin. Zum Leuchtturm. Laut Vargas ist das Boot direkt herunter. Wo lang? Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden raus. Okay. Sackgasse. Das Fenster. Beeilung. Dann aus! Es ist sehr interessant, dass das Fenster so leicht aufgeht. Alarm! Ja, ich sehe nix. Aua! Ist der Dings noch hinter uns hier? Der, wie heißt er? Rave? Okay. Da ist Rave. Jetzt ist Rave vorne. Wo denn? Ja, genau. Drängel dich vor. Und rüber. Oh. Sehr cool hier. Nein, Scheiße. Oh, fuck. Schieb! Hilf mir, schieb! Ja! Seh zu! So, rein! Nicht, wenn wir schnell sind! Aus! Nach dir! Cool. Nee, ich glaube, ich nicht lang. Okay, Rave ist doch noch da. Also so ein riesen Arsch scheint er nicht zu sein. Er hat uns ja auch hier verrecken lassen können. Puh. Hoch, hoch, hoch! Du springst doch schon, Nate. Sam! Komm! Ich zieh dich hoch!
Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst.